Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute mal wieder ein kleines Video, was mit mir startet. Frankie sitzt vor uns im 996. Und zwar wird das heute ein ganz besonderes Video, denn wir stellen euch die neue Season 2 Kollektion vor, die es quasi ab heute bei uns gibt. Wir zeigen euch die einzelnen Pieces, die Details und was es so alles Neues gibt von der Qualität und dem Look der Sachen. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, denn ich glaube, ich meine, das sagen wir fast immer, wenn eine Kollektion kommt, aber ich glaube, also zum einen ist es die größte Kollektion, die bis jetzt kommt. Wir haben insgesamt 7 Teile, die da drin sind. 2 Hoodies, 2 Shirts, 2 Poloshirts und eine neue Limited Snapback. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine der besten Kollektionen wird, die wir bis jetzt gemacht haben. It is the most beautiful iPhone we have ever made. Like, does all of this better than ever before? The best iPhones we've ever made. Better than any in ever the smartphone. Besten Kollektionen wird. Weil da wirklich Details drin sind, die man so in unserem Markt noch gar nicht gesehen hat. Ich würde sagen, wir fahren kurz zur Location, wo wir abdrehen. Wir haben uns überlegt, ist ganz schönes Wetter. Wir fahren auf unser Parkdeck. Da könnt ihr die Sachen auch direkt dann bei Tageslicht sehen. Das ist was geiler. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns da. Bis gleich. Haben wir denn? Habt ihr auch schon Hallo, einen wunderschönen guten Tag, alles schon gesagt? Ja, haben wir schon. Ja. Ist alles schon gesagt worden? Yes. Ja, jetzt brauche ich ja gar nicht von deiner Seite. Da brauche ich ja nicht mehr guten Tag zu sagen. Dann sage ich einfach mal Hallo. Jetzt bin ich auch da. Hallo. Ja, wir wollen euch die neue Kollektion vorstellen. Season 2. Wann ist die online? Jetzt. Also quasi jetzt. Also ihr könnt jetzt schon kaufen? Ja. Also wenn ihr das Video jetzt gerade direkt um 17 Uhr guckt, macht's aus und kauft erst und guckt dann weiter. Nee, dann kann es sein. Es kommt erst um 18 Uhr. Oder ein bisschen später. Wir hoffen, dass der Server heute hält. Also ab 18 Uhr heute gibt's die Sachen. Aber genau. Ihr guckt ja verstreut, deshalb. Haben wir keine schöne Location hier? Ja, nice, oder? Ist das nicht geil hier? Das war eine sehr gute Idee. Ja, hier haben wir auch unsere Ruhe. Ich würde sagen, wir fangen an. So ein wunderschönes Exemplar. Das ist der Premium Hoodie Outlaws, heißt der. Kommen wir ein bisschen näher ran, dann zeigen wir mal den Druck. Das ist ganz geil. Zwar haben wir hier einen sogenannten Broken Print. Du siehst das zweifarbig übereinander. Das ist halt so gebrochen, ne? Das ist geil. Wir hatten auch schon ein, zwei Kunden, die gefragt haben, so, ja, ist das kaputt? Nein, das ist Absicht und das ist auch sehr, sehr aufwendig, dass das so aussieht, weil das wird halt wirklich von Hand gebrochen. Ziemlich geil. Dann haben wir hier die neue Kordel. Die hat hier so Lederenden, die geprägt sind mit unserem Logo. Zur Farbe. Ist halt klassisches Olivgrün. Finde ich sehr geil. Ist auch wieder carbonized, also vorgewaschen. Das heißt, die Farbe bleibt auf ewig so wunderschön. Hier haben wir nochmal unser Patch auf dem Ärmel. Und hinten an der Kapuze auch das Logo-Web-Label. Dann nochmal ganz geil. Hier hinten am Ende nochmal den Stick. Auch sehr edel. Was trägst du für eine Größe, Frankie? Ich habe S jetzt. S. Frankie hat S an. Du bist groß. 1,72 Meter, wiege 74,5 Kilo. Genau. Ich habe jetzt gerade auch S an, ist mir aber zugegebenermaßen, finde ich, ein bisschen tight. Also ich trage normalerweise M, den habe ich für meine Freundin bestellt und den kriegt die dann. Ich hatte gerade keine Ahnung im Büro. Sollen wir den nicht direkt schon? Sollen wir den als nächstes zeigen? Soll ich den machen? Hol den mal aus dem Karton. Haben wir den nochmal? Den haben wir nochmal dabei. Boah Leute, heute ist ja, hier ist was los. Zeigen können. Heute haben wir genug dabei. Gut vorbereitet. Heute ist alles dabei. Also so kommt das Ganze dann bei euch an. Übrigens auch mal zum Umweltfaktor. Zum einen haben wir jetzt Zipperbeutel genommen, das heißt, die könnt ihr wieder benutzen für irgendwas. Ist egal, auf jeden Fall braucht ihr die nicht direkt wegwerfen. Kann man halt wieder verschließen und wieder öffnen. Das ist für uns auch so, wenn Retouren reinkommen, kann man den Beutel halt wieder benutzen und muss ihn nicht wegschmeißen. Wir arbeiten aber gerade daran, Beutel zu machen, die 100% biologisch abbaubar sind. Genau, die sind ja schon recycelbar, ne? Also das ist ja schon... Die sind jetzt recycelbar, genau. Und die sind auch aus, ja, Recycle-Material. Ganz wir genau. Arbeiten nur daran, halt Beutel zu machen, die wirklich biologisch abbaubar sind, die du theoretisch auf den Kompost werfen. Genau. Das ist aber eine Sache, also wir sind auf jeden Fall uns der Verantwortung bewusst, aber das ist eine Sache, das geht halt nicht von heute auf morgen. Wir sind da auf jeden Fall dran. So, hier seht ihr das schöne Ding. Wer sich übrigens fragt, was das ist, saugt die Feuchtigkeit aus. Hier seht ihr den Hoodie, den ich auch anhabe. Super Plus heißt das Ding. Ich leg den mal auf die Haube hier, oder? Mach das mal. So. Hier seht ihr auch unsere neuen Hangtags. Auch sehr edel, aus dickem Kunststoff mit so mehreren Ebenen und mit so einem UV-Lack drauf, dass das so glänzt. So, jetzt seht ihr was ganz Neues. Und zwar ist das ein Frotte-Logo. Das heißt, es ist auch so Frotte-Material hier aufgetragen. Und ja, wirklich mega geil. Das haben wir auch ewig getestet. Also das verfärbt sich nicht gegenseitig. Das bleibt alles so schön, wie es ist. Dann als nächstes kann man hier zeigen, die Multicolor-Kordel. Ich glaube, allein in der Kordel
stecken Stunden an Arbeit. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch mehrere Muster bekommen. Ja, genau. Dazu. Wir wollten hier halt mal was komplett Neues machen und das war wirklich mega aufwendig. Hier sieht man auch die geprägten Ösen, die haben natürlich, hat natürlich der andere Hoodie auch. Und nochmal das geprägte Lederpatch an der Stelle. Bei dem Hoodie haben wir nicht das Patch am Ärmel, sondern ein gesticktes Logo, Ton in Ton. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und hier an der Tasche nochmal so ein Lederpatch. Ziemlich geil. Rückseite ist ganz clean bei dem, weil die Farbe ja schon ballert und das Logo vorne ballert, haben wir die Rückseite clean gelassen. Finde ich auf jeden Fall fast das Highlight der Kollektion, oder? Definitiv, ist auch der, der so den Kuschelfaktor 1000 nochmal gibt. Allein von dem Inneren, ne? Weil, das, weil die einfach so weich sind. Und wenn man irgendwie vorne das draufgedruckt hat, das gibt irgendwie nochmal so einen Faktor on top. Aber vom einen Highlight direkt zum nächsten. Und das ist ein Ding, da haben viele von euch sehr lange drauf. Komm, ich räum mal deinen Müll weg hier. Mal den Müll. Lass den Auto weg da, Beutel haben wir jetzt gesehen. Und zwar haben wir ja vor Ewigkeiten das ist eigentlich in der Season 1-Kollektion die mintfarbenen Pullover rausgedroppt. Das T-Shirt ist auch übrigens das T-Shirt, was am meisten, immer wenn ich es anhatte, gefragt wurde. Okay. Also das ist, die Resonanz auf das Shirt ist echt brutal. Also wirklich brutal. Liegt wahrscheinlich auch wirklich an der Farbe. Unser klassischer Schnitt. Farbe ist Mint. Auch wieder, wie fast alle unsere Textilien, carbonized. Das heißt, die Farbe bleibt nice. Hier haben wir einen klassischen Siebdruck drauf. Und haben hier in den Fenstern das Material wieder rausgearbeitet, sodass der Druck nicht so stark aufträgt. Das ist halt ein T1 Samba Bus. Genau. Korrekt. T-Shirt heißt auch Samba übrigens. Hier halt wie gesagt unser klassisches Hangtag dran. Und hier unten haben wir noch, noch ein Print-Logo. Ähnlich wie unser Lederlogo auf dem Hoodie. Und von hinten haben wir auch hier unten wieder unseren Print am Ende. Ich glaube, bei dem Ding müsst ihr wirklich schnell sein. Ich glaube, die werden schnell weg sein. Gerade wegen der Farbe. Generell diese Kollektion an, an Oldschool-Sachen momentan, die sind eh extrem gefragt. Das haben wir auch auf der Bugshow gemerkt, das letzte Mal schon, wie ich die T-Shirts anhatte. Wir hatten auch so ein, zwei Leute, die hatten auch schon mal testweise die Sachen dabei. Und also da ist das extrem gut auch angekommen. Ne? Weil man ja normalerweise auch kennt, wenn man gerade, sagen wir mal, so die T-Shirts, die man sich einfach so auf einer Bugshow oder so kaufen kann oder generell bei so Oldtimer-Shirts, das sind dann halt einfach Shirts, die, wo es nur einfach einmal drauf gedruckt ist und jetzt nicht in so einer, in so einem Verfahren, wie wir das jetzt hier machen, gemacht ist. Deswegen sind wir auch ganz stolz darauf, dass wir sowas schon mal zeigen können. Das ist das nächste Traumauto von Frankie. Es werden nur noch Träume hier verwirklicht. Shirt heißt Flat 4, wegen dem Vierzylinder-Boxer, den der 356 damals hatte. Ihr seht hier wieder schwarz, carbonized, sehr weicher Stoff. Wie gesagt, bleibt in der Farbe, wie es ist. Hangtag von innen, das ist ja immer gleich. Und hier seht ihr wieder den Broken Print. Das heißt, das wird feste gedruckt und dann gebrochen. Also es ist nicht in der Datei drin, das ist nicht so angelegt, sondern das wird wirklich von Hand gebrochen. Sehr geiles Detail, wie ich finde. Und das Geile ist so, der Broken Print macht das Shirt auch immer flexibel. Das heißt, der Druck trägt auch nicht so stark auf. Auf dem Ärmel noch, ne? Genau, auf dem Ärmel. Haben wir jetzt bei dem anderen Shirt nicht gezeigt. Unsere Shirts haben immer diesen hochwertigen Ärmelstick. Sehr nice. So, kommen wir zum ersten. Boah, das ist so spannend immer. Kommen wir zum ersten Poloshort. Oh ja. Oh, stimmt. Das hätte ich wieder fast vergessen. Hast du schon beendet das Video? Ich war schon, ich habe schon. Ich war schon auf dem Weg, das ist ja mein letztes Video, bevor ich in Urlaub war. Deshalb, also ich bin ja schon jetzt wieder Urlaub. Also ich bin ja jetzt schon in Urlaub. Alter, quasi. Wieder hier schön 8 Wochen Mauritius. 18. So, hier seht ihr Burgundy heißt das. Ein klassisches Poloshirt, also sehr clean mit unserem neuen Logo. Beziehungsweise ein altes Logo, aber so ist es neu gearbeitet auf den Poloshirts. Sehr geiler Schnitt, also es ist nicht so kurz geschnitten. Ich zum Beispiel habe oft Probleme bei Poloshirts, dass die halt echt so sitzen, wie der Pullover jetzt, wo ich gesagt habe, der ist mir eine Nummer zu klein. Das sitzt 2 cm länger und ist trotzdem schmal geschnitten und steht nicht ab. Das ist immer ganz wichtig, weil vor allem auch hinten Poloshirts, länger, ne? Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber zum Beispiel die mit dem Krokodil drauf, die sitzen immer, Junge, Katastrophe. Hier haben wir wieder den Stick Ton in Ton auf dem Ärmel, also sehr dezent gehalten. Knopfleiste mit 2 Knöpfen, könnt ihr geschlossen oder offen tragen. Und auf der Rückseite auch Ton in Ton.
wieder den Stick. Wirklich? Auch, genau, auch hier den Stick und nicht gedruckt, weil das Polo an sich ja, sagen wir mal, auch das, ja, das Kleidungsstück ist, was man auch mal zur Mutter und zur Familie am Wochenende anziehen kann. Könnt ihr euch, wenn ihr schön einen auf schick machen wollt, wenn ihr genau. bei der Oma eingeladen seid zum Kaffee, ist so ein Poloshirt immer angebracht. Und vor allem für den Preis, die kosten 37,90, kriegt ihr kein vergleichbares Poloshirt. Kann ich euch garantieren. Das gleiche Poloshirt haben wir auch nochmal in einem sehr coolen meiner hellen Farbe. Blau. Meiner Farbe. Farbe ist echt schön. Das nennt sich auch einfach Light Blue. Die Farbe ist der Hammer. Sehr schön, ja. Hier seht ihr das auch. Nochmal das Woven Label auf der Brust. Ton in Ton Stick auf dem Ärmel. Und der Ton in Ton Stick hin. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Und zwar der Kappe. Ihr habt sie jetzt schon gesehen auf unseren Köpfen. Ich wollte gerade sagen, habe ich die auch an? Ja, ja. Okay. Kappe heißt Hillbilly. Ist was Neues, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir mal so ein Vintage-Patch nachempfunden mit unserem Autobahn-Outlaws-Stick. Und auf der Seite haben wir noch einen Benzinkanister mit 3D-Stick. Vorne Alcantara-Schirm und Hologramm-Sticker. Den könnt ihr natürlich auch abmachen, wie ihr wollt. Wir tragen sie immer drauf. Genau. Und ja, wie gesagt, die gesamte Kollektion. Von innen kann man ja auch nochmal zeigen, ne? Ja, genau. Wir haben auch übrigens immer die Namen. Ich meine, ich denke, das wissen die meisten von euch, aber die sind auch immer in der Snapback mit drin, ne? Und dann können wir jetzt, wenn du sie einmal abgenommen hast, hier auch mal das 3D-Rubber-Label zeigen, was wir immer dran haben. Und die geprägten Metallösen. Die Cap. Wird auch nur diese rauskommen? Oh, schön. Das ist wieder der von. Das ist der neue Trax. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Lass die Ohren raus. Der Typ von. Breaking Bad. Breaking Bad. Elmar Traut. Ja. Egal. Auf jeden Fall, die Kollektion ist wie immer nur einmalig vorhanden. Also, ich möchte sagen, limitiert. Was weg ist, ist weg. Also, schlag zu, Freunde. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Wir hoffen, euch gefällt das Zeug, wie es uns gefällt. Das Feedback bis jetzt war ja tierisch krass auf die Posts, die wir bei Insta und Facebook gemacht haben. Genau. So, Freunde, ganz kurz noch. Und zwar habe ich vor kurzem irgendwo im Internet so ein Lifehack gefunden. Und zwar, wie man vernünftig wäscht. Das hat jetzt nichts mit unseren Produkten zu tun, dass die total empfindlich sind oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach nur einen geilen Tipp. Achtet darauf, egal was ihr wascht, wascht alles auf links. Wascht alles nur bei 30 Grad und stellt, bei modernen Waschmaschinen kann man das, die Schleudergeschwindigkeit einstellen. Stellt die maximal auf 800 oder 1000, so sind die Klamotten zwar ein bisschen nasser, wenn die rauskommen, aber so habt ihr am meisten Spaß und am längsten Freude mit euren Klamotten. Packt sie nicht in den Trockner, hängt sie danach einfach auf und benutzt keinen Weichspüler, weil so bekommen die Klamotten beim Waschen die geringste Belastung und bleiben am längsten schön. Könnt ihr mit allen euren Sachen so machen, finde ich auf jeden Fall einen coolen Tipp. Mach ich seit längerem schon so und auf jeden Fall echt mega gut. But we're not quite finished yet. We have one more thing. Eine zweite kleine Sache, die wir noch haben, ist, ich spreche es mal kurz aus, unser Parfum. Und zwar werden wir zur Essen Motor Show ein eigenes Parfum launchen. Eau de Parfum. Da freue ich mich drauf. Der Duft ist schon fertig, wir können ihn jetzt leider nicht riechen. Ist nice geworden, ne? Müsst ihr euch vorstellen, ist ein leicht süßlicher Duft, aber sehr männlich. Wem das was sagt, ist Bergamott drin, Patchouli und verschiedene Pfeffersorten. Sehr, sehr geiler Duft geworden. Wird ein Eau de Parfum, also sehr hochwertig. Und wir arbeiten daran, das Ganze in 100 ml für nur 39,90 € anbieten zu können. Kommt zur Essen Motor Show, bleibt da auf jeden Fall am Start und ich glaube, das wird eine sehr, sehr geile Sache. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Definitiv. Ja, jetzt viel Spaß beim Shoppen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.